Los geht's mit Ghost of Tsushima. Ich freue mich riesig. Ich bin eine Woche spät dran mit meinem Let's Play bzw. meinem Playthrough von Ghost of Tsushima, weil ich einfach keine PlayStation mehr besessen habe. Seit über 2 Jahren. Ich habe vor über 2 Jahren meine PS4 Pro verkauft, da ich komplett auf den PC gewechselt bin. Ich hatte davor schon immer einen PC, den ich nebenher benutzt habe. Aber als dann mein Hauptspiel Destiny auf den PC gegangen ist, habe ich meine Konsole auch verkauft. Und ich habe lange Zeit den ganzen Exklusivtiteln von Sony ein bisschen hinterher geweint. Und jetzt mit Ghost of Tsushima war es einfach zu viel des Guten. Ich kenne Sucker Punch schon eigentlich seit ihrem ersten Spiel, also seit Infamous 1 damals auf der PS3. Und ich habe es geliebt. Infamous 1 und 2, falls ihr die Möglichkeit habt, es über PS Now zu spielen, kann ich euch nur empfehlen, holt es nach. Beides phänomenal gute Spiele. Definitiv eine Empfehlung von meiner Seite. Aber jetzt sind wir bei Ghost of Tsushima und wir haben gerade das Spiel gestartet. Lasst uns doch mal direkt mit den Einstellungen hier loslegen. Wow, ich freue mich. Okay, wir haben hier Kopfhörer, 3D-Audio. Heimkino. Heimkino hört sich gut an. Wir spielen das Ganze auch schwer. Also der schwere Playthrough wird hier Programm sein. Ich bin gespannt, wie schwer es tatsächlich ist. Ich habe ein bisschen was gesehen vom Spiel bisher, aber noch nicht allzu viel und alles irgendwie nur sehr zerstückelt und aus der Mitte raus. Und hier und da mal ein Guide zu Collectibles. Aber das war's auch, ansonsten gehe ich komplett blind rein. Okay, wir sind in Tsushima, Japan. Und ich nehme mal an, das ist der Prolog. Das Mongolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition, Mut, Ehre, das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Ja, Mann, let's go! Fürst Adachi, geht! Brecht ihren Kampfgeist. Hey! Ah, die Grafik ist phänomenal gut. War nicht anders zu erwarten. Ich finde auch das Voice-Over bis jetzt echt nicht schlecht, muss ich sagen. Es ist halt überhaupt nicht lippensynchron, also gar nicht. Das finde ich aber nicht so schlimm. Bin mal gespannt, wie es weitergeht, wieso die anderen Stimmen noch werden. Ah, wow, diese Szenerie mit den ganzen Schiffen und der Invasion der Mongolen. Schon sehr beeindruckend. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Nada, Genida! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Okay, das ist mal eine Ansage. Samurai! Wollt ihr aufgeben? Ehrlose Feiglinge verdienen keine Gnade! Keine Gnade! Feuerfall für Tsushima! Angriff! Okay, jetzt geht's schon los. Oh ja, ich kann lenken, was kann ich noch machen? Oh, ich kann zuschlagen, okay. Reiten tut das Pferd von alleine. Okay, alles klar.
Bring ihn zur Strecke! Okay. Wow. Ich brauche euch bei mir. Okay, es geht also direkt mal richtig los. Auch wenn es uns das Leben kostet. Wie ihr befehlt, Fürst Shimura. Männer, wir müssen den Anführer erledigen. Männer, mir nach! Liebe das, wenn Spiele so anfangen, dass man eigentlich direkt in die Action reingestürzt wird und da dann so das Tutorial spielt praktisch. Wie kann ich blocken? Okay. Laufen kann ich mit L2. Ah, okay. Dreieck ist ein schwerer Schlag. Was ist das? Ausweichen. Springen. Wo block ich? L1. Schauen wir mal. Viereck ist auf jeden Fall der schnelle Schlag. Yo. Yo. Das ist ein cooler Move, ich mag den. Auch wie das Audio hier langsam nach und nach ausfadet. Man so richtig im Blutrausch ist. Richtig gut. Nur wir sind übrig. Für uns gibt es nur einen Weg. Den Mongolen-Anführer zu finden und zu töten. Ich kämpfe bis zum Ende mit euch. Ich weiß. Zwei Samurai gegen die restlichen Mongolen. Könnte schwierig werden, ha? Dort, der Mongolen-Anführer. Ich bin bereit, Onkel. Wir tun es gemeinsam. Okay. Das dürfte schon mal gewesen sein. Ich bin Kotun, Vetter des Kublai, Enkel des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger, das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben, welche Dörfer ich bändige und welche brennen.
Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Sieht so gut aus. Auch wie der Schweiß an der Stirn runterläuft. Die ganze Haut richtig gut. Wahnsinn. Okay, damit dürften wir die Geschichte etabliert haben. Die Mongolen fallen über unser Land ein und haben unsere Familie getötet. Und irgendwie überleben wir das Ganze mit zwei Pfeilen im Rücken und werden einen Rachefeldzug starten. Davon gehe ich mal schwer aus. Dieser Style und dieses japanische Setting. Wahnsinn. Das ist einfach genau mein Ding. Okay, also jetzt komplett ohne Rüstung, ohne Schwert. Keine Waffen, nur Vorräte. Ja. Jetzt beginnt die Reise von vorne und wir werden uns wieder, wie bei anderen Open-World-Games auch, natürlich erstmal wieder komplett ausrüsten müssen, für den Krieg und die Reise wappnen müssen. Okay, wie kann ich schleichen? Wie kann ich schleichen oder mich ducken? Ah, okay, das macht er automatisch. Sehr gut. Ist hier irgendwas zu plündern? Nein. Muss an denen vorbei erstmal, oder? Hier haben wir Fußspuren. Ah, erstmal nach dem Katana suchen. Ich schätze mal, ich muss hier rein. Schauen wir uns gleich mal an. Okay. Hier drinnen scheinen wir safe zu sein. Okay, das Haus durchsuchen nach dem Katana. Laufen kann ich hier nicht. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Das dürfte doch mein Schwert sein. Meine Rüstung. Sehr gut. Die Rüstung haben wir zumindest schon mal wieder. Aber besser als nichts. Absolut. So, das heißt, wo kriege ich jetzt mein Schwert her? Und wo gehe ich wieder raus? Kann ich hier durch das Fenster springen? Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, hier steht jetzt einer vor der Tür. Das heißt, da gehen wir besser nicht mehr raus. Das heißt, ich kann, glaube ich, sowieso bloß hier raus. Also, let's go. Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garth, hier! Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Oh, tut mir leid! Tio Domini! Ich habe Reis! Okay. Krasser Helm.
Okay, tschüss. Ich denke mal, da ist mein Schwert. Ich bin Yuna. Hallo Yuna. Nice to meet you. Willst du dein Schwert? Ja, bitte. Folge mir. Okay. Wie lange war ich bewusstlos? Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Yuna. Nicht jetzt. Mist, runter. Okay. Ducken auf R3, alles klar? Wir haben wieder den üblichen Sichtbarkeitsmeter, wenn man entdeckt wird. Das kennt man ja schon aus diversen anderen Spielen. Auch hier nichts Neues. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Ich brauche auf jeden Fall mein Schwert. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlachtfeld. Desito, vergiss ihn. Yuna, warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Er ist tot. Du bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaube schon. Oh. Die Mongolen haben ihn gefangen. Alles klar. Wir müssen ihn befreien. Brachten sie ihn? Östlich, entlang der Küste. Da liegt Burg Kaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du es getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Ich brauche immer noch mein Schwert. Let's go. Geht runter. Indem ich ein Ghost bin, dürfte ich hier auch ziemlich viel Stealth-Gameplay haben. Ducken, ducken, ducken. Nicht einfach wieder aufstehen. Let's go. Plünderer. In voller Rüstung. Sie reiten über die ganze Insel. Versklaven Leute. Und töten hier durch. Die Musik ist phänomenal gut auch. Das. Richtig gut. Richtig gut, die Musik. Oh. Sie haben die Straße geräumt. Wenn wir überqueren, würden wir gesehen werden. Das riskiere ich. Warte, der Wagen. Jetzt. Komm schon. Ich bin da. Ich bin direkt hinter dir. Was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Das Haus gehört jemandem. Und sie kommen nicht zurück. So. Okay, erstmal hier alles plündern, sehr gut. Vorräte sind super wichtig, glaube ich, damit ich mein Zeug upgraden kann. Später dann mal. Okay, da kommt man raus und auch wieder rein, sehr gut. Der Mann
sein Schwert gab. Und gleich da vorne. Toru! Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie büßen. Es muss hier sein. Das ist mein Schwert? Ja. Sehr schön, mein Schwert. Mein Katana. Wow. Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling! Euer Gegner ist euch unterlegen. Doch? Wow. Euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe? Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Wird das interaktiv? Dieses Setting ist auch wieder sensationell gut. Dann zeigt mir, was ihr geübt habt. Versucht mich zu treffen. Ja, Onkel. Angriff! Ich bin bereit! Versucht mich zu treffen. Richtig gut. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht verletzt. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Anlocken. Er ist groß, aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist, fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld und Disziplin, auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Aha, sehr gut. Also kurz einmal drei Gun tippen und dann zwei schnelle Hiebe hinterher. L1 ist blocken. Okay. Gute Abwehr. Ich muss auch keine Richtung drücken, okay? Also einfach nur L1 gedrückt halten, um zu blocken. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Was? Jetzt schon eine Pause? Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Heilen. Okay, hier unten haben wir die Gesundheit. Das ist meine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Alles klar. Du erhältst Entschlossenheit, indem du Gegner tötest, Angriffe parierst und andere fortgeschrittene Fertigkeiten einsetzt. Okay. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Also. Parieren, bevor ich zuschlage. Parry. Autsch. Schöne Parade. Aha. Ja, nice. Richtig gut. Gute Leistung, Jin. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Haha. Jetzt gleich so, ne? Erst, oh, ich bin so müde und jetzt braucht ihr eine Pause? Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Oh, okay. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch.
Gute Reflexe. Hervorragender Kopf. Sehr gut ausgewichen. Denkt daran. Ausweichen, dann kontern. Ihr habt eine kleine Chance zuzuschlagen. Nutzt sie. Sehr gut. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwingen. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Ja. Jin Sakai, erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst 5 Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Klingt gut. Sehr gut. Tja. Oha. Guter Schlag, Onkel. Ah, diese Folgeangriffe. Autsch. Zerstört worden. Nein, ich will nochmal. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube, Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen mit Mut. Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jin. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Was für eine schöne Szene. So ein cooler und toller Rückblick. Tolles Setting, tolle Musik, gute Message. Wow. Richtig cool. Das ist doch der Moment, auf den man sich bei diesem Spiel hier die ganze Zeit gefreut hat. Yes, let's go. Er schubst erstmal. Okay. Gut. Das ging schnell. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Hier drüben war noch was, was ich noch einsacken konnte, glaube ich, oder? Nee, nichts anscheinend. Wie kann ich mein Schwert... Kann ich das wegstecken? Macht das automatisch? Okay. Never mind. Sehen wir gleich. Ah doch, ich kann unten durchkriechen. Gut, alles klar. Meerreiter. Die sind überall auf der Insel. Wo sind die Ställe? Hinter dem brennenden Bauernhaus. Folge mir. Wir schleichen uns an. Schlitzen ihnen die Kehlen auf und töten sie ohne einen Laut. Ohne Ehre. Ich breche nicht meinen Kodex. Stell dich, Eindringling! Okay. Okay, mit dem linken Stick kann man den Gegner anvisieren. Also es gibt keinen Lock-on. Ah, alles klar, okay. Und jetzt? Den pulsierenden Gegner ins Visier nehmen und angreifen, okay. Okay, das war einfach nur ein Tutorial. Das ist nah. Wir können nicht alle retten. Genug weggelaufen. Endlich kann ich helfen. Verflucht! Okay. Richtig cool. Aber bevor das Ganze jetzt hier Fahrt aufnimmt,
würde ich mal sagen, war es das für die erste Folge. Ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Ich finde es jetzt schon richtig, richtig gut und ich weiß jetzt schon, dass es sich für mich auf jeden Fall gelohnt hat, mir die Konsole zu kaufen. Nur für dieses Game, auch wenn jetzt schon in ein paar Wochen vermutlich oder Monaten spätestens die PS5 rauskommt. Ich hoffe natürlich, dass auch dieses Game für die PS5 abwärtskompatibel sein wird und vielleicht sogar ein bisschen noch geupgradet wird. Das wäre natürlich richtig cool, aber ich möchte es auf keinen Fall verpassen und deswegen habe ich mir die PS4 Pro geholt und deswegen zocke ich das jetzt erstmal. Wenn es dann nochmal kommt, weiß ich, werde ich es auch dort nochmal spielen, weil das ist einfach genau mein Ding und ich würde mich freuen, wenn ihr Spaß dran habt oder so viel Spaß dran habt wie ich an diesem Spiel, würde ich mich freuen, euch in der nächsten Episode wiederzusehen. Und bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.